auf seinen ganzen Besitz verzichtet. Und wie stark sind wir gefangen? Wie viel können wir gefangen sein von allen möglichen Sorgen? Und Jesus spricht auch über diese Sorgen. Das kann Essen, Trinken, Kleider sein. Sorgt euch nicht darum. Schaut die Vögel im Himmel, sie säen nicht, sie ernten nicht, und doch ernährt ihr himmlischer Vater sie. Seht die Blumen auf dem Feld, die Lilien, sie weben nicht, sie spinnen nicht, und doch sind sie schöner als Salomo in all seiner Pracht. Und Jesus sagt, und wer kann durch seine Sorgen, die vielen Sorgen, die er sich macht, sein Leben um eine Elle verlängern? Ja, wir können das wirklich nicht. Die Medizin sagt uns, ja, wenn wir zu viel Sorgen uns machen, das kostet unsere Lebenskraft und unsere Lebenszeit. Das kann unseren Körper krank machen. Liebe Brüder und Schwestern, Jesus will, dass wir seine Jünger sind, dass sie mit unserem Herzen an ihm hängen. Und es ist gut, so wie hier steht, wenn einer den Krieg sieht und so weiter, dann setzt er sich zuerst mal hin. Oder wenn jemand einen Turm bauen will, er setzt sich zuerst mal hin. Wir sollten uns schon mal dahinsetzen, zu Füßen des Herrn und sagen, Herr, hier bin ich. Hier bin ich mit meiner Sorge. Hier bin ich mit dem, was mich belastet. Hier bin ich. Was denkst du, Jesus? Was denkst du? Und ich sage das noch einmal, ich sage das immer wieder, wenn du einmal mit Jesus nicht vorankommst und sagst, ja, ich weiß nicht, was er meint, was er denkt. Stell dir vor, dass du zu Füßen von Maria sitzt, einer Mutter, und du wirst schnell, sehr schnell verstehen. Ich sage das jetzt einmal ganz klar. Die Abkürzung zu Jesus ist Maria. Wenn wir über Maria zu Jesus kommen, das geht sehr, sehr schnell. Oder über Maria zum Vater, das geht auch sehr schnell. Maria war mit ihrem Herzen mit Gott, dem Vater, verbunden, ehe sie noch Jesus so wirklich, ja, als Sohn Gottes erkannt. Sie war vorher mit dem Vater verbunden. Sie blieb auch mit dem Vater verbunden. Und durch diese Verbundenheit hat sie ja dann auch Jesus gekannt. Aber jetzt kommen wir schnell zu dem guten Karl Borromäus, dem Heiligen des Tages. Und ich lese einfach aus der Predigt aus seiner letzten Synode. Das war eine Synode. Er sagt, ich gestehe, wir alle sind schwach, aber Gott hat uns Mittel gegeben, die uns leicht helfen können, wenn wir nur wollen. Da ist ein Priester, wir können aber auch uns selbst vorstellen, nicht nur die Priester. Er weiß, dass von ihm Unversehrtheit und Enthaltsamkeit verlangt wird und dass er, wie es sich gehört, ein Leben, das Leben eines Engels führen muss. Er wollte das alles vielleicht, aber er denkt nicht daran, die Mittel zu gebrauchen, zu fasten, zu beten, sowie schlecht unterhalten und schädliche, gefährliche Vertraulichkeiten zu meiden. Er beklagt sich, wenn er zum Kurgebet schreitet, wenn er die Messe feiert, begegneten ihm tausend Dinge, die seine Gedanken von Gott ablenken. Aber was macht er vorher in der Sakristei? Oder was machen wir vor der Heiligen Messe? Wie früh oder wie spät kommen wir und was tun wir, wenn wir früh oder später kommen? Wie bereitet er sich vor? Welche Mittel wählt und wendet er an, um seine Aufmerksamkeit zu bewahren? Soll ich dich leben, wie du von Kraft zu Kraft fortschreiten und wie du schon im Chor aufmerksam warst, wie du das nächste Mal noch aufmerksamer sein kannst und dein Dienst Gott noch wohlgefälliger werden kann? Höre, was ich sage. Wenn in dir schon ein kleines Feuer der Gottesliebe brennt, zeige es nicht gleich und setze es nicht in Wind aus. Halte den Ofen geschlossen, dass er nicht abkühlt und seine Glut verliert. Fliehe natürlich, wenn du kannst, die Zerstreuung. Bleibe gesammelt bei Gott und meide unnütze Gespräche.
Hast du die Aufgabe zu predigen und zu lehren? Studiere und bemühe dich um all das, was zur rechten Amtsführung nötig ist. Mach, was du vor allem durch Leben und Tat predigst. Und soll nicht sehen müssen, dass du alles sprichst und tust und darum über deine Worte spotte und den Kopf schüttelt. Bist du Seelsorger? Jetzt kommt etwas sehr Interessantes. Hört mal gut zu. Bist du Seelsorger? Vernachlässige darüber nicht die Sorge für dich selbst und sei anderen gegenüber nicht so freigebig, dass für dich selbst nichts übrig bleibt. Du musst zwar die Seele denken, deren Vorsteher du bist, aber nicht so, dass du dich selbst vergisst. Erkennt, Brüder, dass nicht alle Männer der Kirche in gleicher Weise dasselbe notwendig ist. Und so weiter und so weiter. Das ist sehr, sehr schön und sehr tief, was der heilige Karl Marmeus uns alle Priestern, aber ich glaube auch über die Priester hinaus uns allen sagt. Liebe Brüder und Schwestern, wir wollen dieses Feuer, wenn ein kleines Feuer schon in uns brennt, es nicht sofort zeigen. Jesus sagt, werft eure Perle nicht vor diese Tiere, kennt ihr die, mit der Steckdose im Gesicht. Werft eure Perle nicht vor die Schweine, sagt Jesus. Liebe Brüder und Schwestern, wir sollten wirklich in uns bewahren, diesen Schatz. Und wenn das Feuer dann richtig brennt, es wird übergreifen. Es wird übergreifen zu gegebener Zeit. Manchmal sind wir ungeduldig und meinen, es müsste alles sofort geschehen. Ich gestehe gerne ein, ich wünsche mir auch so manches, dass es sofort geschieht, bei mir, für andere und so weiter. Noch etwas zum heiligen Karl Borromäus. Er hat gesagt, und vergiss dich selber nicht. Und wisst ihr, was da passiert ist? Er ist mit 43 Jahren schon gestorben. Sehr früh. Ich habe ein bisschen schmunzeln müssen. Er hat sich auch total verausgabt. Und vielleicht hat er gerade das deswegen bei der letzten Synode diese Worte gesagt. Und du Seelsorger, vergiss dich nicht selbst. Hat er eine Ahnung, dass er schon bald in die Herrlichkeit Gottes gehen will? Ein paar Jahre vorher, das sollte auch gesagt werden, hat er selbst auch als Bischof Pestkranke begleitet und gepflegt. Daran ist er nicht gestorben. Aber als er nach Mailand zurückkam, nach dieser Synode, da haben die Ärzte gesagt, dieser Mann ist erschöpft vor Müdigkeit, er ist am Ende. Wollen wir aber diese heilige Messe auch für uns Priester beten, dass auch sehen von Gott diese nötige Kraft bekommen, die sie brauchen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.